Ja, was ich hier gerade mache, ist, ich suche gerade, wir haben ja zwei Schatzfotos gerade dabei. Wir haben nicht zwei dabei, aber wir hätten eins dabei gerade, was wir noch frisch gefunden haben. Und eins kennen wir ja sowieso noch. Ich gucke gerade. Aber nee, ich sehe es nicht. Hier wäre nämlich für mich so einer der Orte gewesen, wo es hätte sein können. Dieses Gestell mit dem Kopf oben drauf. Ist es aber leider nicht. So. Dann entrümpeln wir jetzt einfach mal eine Scheiße. Oh ja, entrümpelt meine Scheiße. Schatzfoto weg. Das weg. Die VHS weg. Die können wir uns im Wohnwagen auch in Ruhe angucken, weil das wird wahrscheinlich sowieso wieder so eine dumme Fluchtnummer sein. Den Schlangenschlüssel brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ich glaube, so sind wir gut beraten. Wir speichern hier nochmal schnell. Und dann gucken wir nochmal oben. Oh, schon wieder 4 Stunden aufnehmen. Das sind wieder 9 Parts rendern. Ey, oh, das ist so. Brrr, so viel. Das dauert so lange. Ich frage mich gerade auch, ob man die Schätze finden kann, wenn wenn man beispielsweise die Schatzfotos noch nicht gefunden hat. Ob der dann auch wirklich diese Dinger triggern würde. So. Also wir hätten hier ein Spielzeugbeil und eine Spielzeug oder eine Flintenattrappe. Das Puppenhaus kann ich hier mal nicht aufmachen, warum auch immer er hier oben Puppenhaus hat. Ich gehe mal davon aus, dass ich hiermit jetzt den Mist öffne, wo er Judge den Dings eingesperrt hat, diesen Jungen. Ja, guck mal, da hätten wir es doch schon fast. So. Ah nein, wir kriegen einfach nur die blaue Karte her. Hallöchen, Headbangerin 82. Zugangskarte blau, okay. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Stimmt, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Das ist eigentlich schon so ein ganz schön krankes Bild, ne? Okay, wir hätten die erste Karte. Die zweite ist im Endeffekt hundertprozentig bei da unten im Keller. So, wo war denn das? Da hinten auf der anderen Seite des Flurs. Yay, jetzt habe ich meine Pille dabei. Ich meine, was mir jetzt gerade einfällt, was ich machen kann. Auch wenn ich nicht weiß, ob das was bringt. Thank you.
Es geht, also es ist jetzt noch nicht so, dass ich mich irgendwo festgelaufen hätte. Ah ne, okay. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Pillen natürlich nicht weggeschmissen. Moment. Ah, es geht doch. Ich kann das Spielzeug da dran machen. Die Frage ist, warum sollte ich dies tun? Wahrscheinlich brauche ich ja die Dings. Moment, ich muss oben lang. Die Spielzeugattrappe dafür irgendetwas. Ja, aber momentan ist es wirklich so, dass ich mich noch nirgendwo festgefahren habe, bis auf bei dem einen Endgegnerkampf gegen Jack oder wie er hieß. So, jetzt geht's hier unten weiter. Euer Ernst? Ich bin nicht gut mit Munition ausgestattet. Möchte ich da anmerken? Wo führt die Scheiße hier hin? Ich habe schon beim Himmel's Play gemerkt, ich gucke ständig auf die Karte. Ach du Scheiße. Er hat die Kacke also gemacht. Verbesserte Pistolenmunition. Oh Gott, die wird uns jetzt schon zugeschustert. Was? Entry. Das ist die Werkstatt. Ich bin wieder unten in der Werkstatt. Es ist schön, wenn man einfach schon hört, dass genau hinter dieser Tür ein Vieh ist. Was mir gerade allerdings einfällt. Ich hoffe, beziehungsweise ich glaube, dass diese Viecher mir nur den Rückweg versperren. Sprich, dass ich mich hier umgucken kann in Seelenruhe. Denn wie gesagt, wir hatten ja noch mal ein Schatzfoto und das würde ich auch gern finden, muss ich zugeben. Dafür müssen wir entweder noch eine Toilette finden oder halt diesen gestapelten Kopf. Lautsprecher. Nee, hier ist nichts drin, okay.
Das war übrigens der Ort, wo ich den Endgegnerkampf so lange gebraucht habe. Perfekte Lautsprecher für zu Hause. Wir haben alle in einer Ecke, macht doch auch keinen Spaß. Die müssen doch, wenn schon, mehr verstreut sein. Im Zimmer. Im Raum. Oder ein bisschen gleich im ganzen Haus. Wenn man Musik anmacht oder so, will man sie überall hören. Ey, ich gehe hier so vorsichtig durch, ne? Das ist so abartig. Ich hab sowas von keinen Bock, das Spiel in VR zu spielen. Aber gleichzeitig kann ich auch irgendwie nicht widerstehen, muss ich zugeben. Ich näher mich jetzt gerade von der anderen Seite, wo sie gerade vor der Tür standen. Ist das dein Kackernst? Die Frage ist, wie lange man das in VR aushält. Ja, klar. Vor allem, ich weiß gar nicht. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass das Zielen eventuell sogar einfacher ist in VR. Als mit dem Analogstick. Weil du dann ja mit dem Kopf unter Umständen das Fadenkreuz bewegst. Das weiß ich allerdings nicht. Im Teaser hatte ich leider nie so weit gespielt, dass ich dann die Dings in der Hand kriege. Die Pistole. VR-mäßig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Zielen einfacher funktioniert, aber dann die Rennpassagen und alles extrem mies werden. Also die Fluchtpassagen. Alleine halt wegen der Motion Sickness. Und wegen dem Horrorfaktor, obwohl der Horrorfaktor eher so. Hier haben wir so einen Tumult gemacht, ne? Oh, die Treppe. So. Safe Raum. Obwohl der Horrorfaktor natürlich auch enorm ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Flinte ich brauche, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen blöd. Die Schüssel brauche ich auf jeden Fall gleich. Happy Birthday werden wir uns auch gleich auch antun. Auch wenn diese Filme uns natürlich nicht so viel bringen, das hatten wir schon mal gelesen. Wir werden gleich eh nochmal in einem anderen Raum gehen, um zu speichern, aber ich bin paranoid. Wie groß die Speicherstände sind? 30,41 MB. Auf PlayStation 1 war damals eine Memory Card nicht mal 30 MB groß, oder? Oder genau 30 MB oder so um den Dreh. So. Jetzt geht's wieder raus, theoretisch. Ich hasse dieses Telefon. By the way. Schön, dass du auf den Chat reagierst. Ich hab den Anfang sehen wollte.
du gerade dabei, Hacke? Hey, Kumpel! Denk dran! Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein! Du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Die Sache ist, so, dafür mache ich es ja über Stream, damit ich auf den Chat eingehen kann, weil es ist ein Horrorspiel. Da ich habe mich gerade aufgeregt. Ich hatte gerade meinen Controller in der rechten Hand und habe mich an meinen Stuhlstützen, also an diesen Stützen links und rechts, die Armlehnen, abgestützt und wollte mich ein Stück aufrichten, um besser hinzusetzen. Dabei bin ich gerade mit meinem rechten Bein auf die Schusstaste gekommen. Und ich habe nicht mehr viel Munition. Mann, das ist jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal, dass es mir passiert, dass ich irgendetwas, das vierte oder fünfte Mal passiert, dass ich irgendetwas verschwende. Oh Mann. Willst du mich verarschen? Ich sehe dich. Verpiss dich, du elendes Kackvieh. Bist ja nicht mal tot. Oh, Alter, stirb! Ah, so, nochmal um auf die Geschichte zurückzukommen. Also, die Geschichte, die Aussage von vorhin von mir, die ich eigentlich treffen wollte. Ist vielmehr deshalb, weil ich auf den Chat eingehen will. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Horrorspiel ist ja nicht für jedermann. Horrorspieler, ganz früher, als ich ein Kind war, konnte ich es auch selbst nicht spielen. Aber ich habe ultras gern anderen dabei zugeguckt. Ich habe mir Let's Plays ohne Ende angeguckt von Horrorspielen. Und diesbezüglich stream ich da halt so von wegen, vielleicht gibt es ja welche, die so nicht streamen wollen, nicht streamen können oder was weiß ich und dann lieber zugucken, und ich gehe dann halt gern nebenbei noch gerne auf den Chat ein. Da ist übrigens die Party, wo wir hin sollen. Wie soll ich sagen, ob du dir das Spiel nächstes... Ich habe das Spiel jetzt ungefähr, ich bin jetzt beim dritten Familienmitglied von vier. Also ich bin etwas mehr als die Hälfte durch, würde ich mal behaupten. Ich habe das wieder nicht gesehen, auf einmal höre ich dieses Kackding darum straucheln, ey. Fick dich. Oh, hier waren VHS-Spieler, oder? Übrigens hier, wunderschön, ne? Ja genau, hier waren VR-Spieler, darum wollte ich hier rein. Wie gesagt, ich hab's wahrscheinlich etwas mehr als die Hälfte durch. Nicht viel mehr, aber ich gehe mal so ungefähr davon aus. Was kann ich dazu sagen? Es ist ein ganz anderes Resident Evil als die ersten sechs Teile. Obwohl ja da die Frage ist, bist du ein Resident Evil-Fan? Also an sich diese Spielereihe. Vom Horrorfaktor auf jeden Fall wieder ordentlich angezogen. Im Vergleich vom vierten bis zum sechsten Teil. Obwohl ich zugeben muss, ich fand auch die ersten drei Teile nicht großartig horrormäßig. Aber ich habe sie halt auch erst nur zugeguckt. Wie gesagt, damals war ich halt auch klein. Und keine Hosen pupst. Ich pupse zwar jetzt auch noch hin und wieder in die Hose, aber ich bin nicht mehr klein. Und... Damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass ich mir in die Hose mache. Und als ich die dann selbst mal gespielt habe, war die Grafik halt nicht mehr so bombastisch. Ja, das Spiel aus dem Keyshop kriegt man das ja sehr günstig mittlerweile schon. Zumindest die PC-Version. Die Konsolen-Version sind natürlich immer so eine andere Sache. Die sind nicht so einfach, so günstig zu bekommen. So, wir speichern und gehen dann in die VHS rein. In Happy Birthday. Und was wird hier eigentlich verkauft? Schau mal, Steroiden werden hier verkauft. Das heißt mehr HP.
Habe ich denn so viele Coins noch? Ja, annähernd. Ich habe eine. Also. Auf dem PC ist es wahrscheinlich sogar einfacher. Die Sache war für mich einfach nur, ich wollte das Spiel in VR testen. Ich habe mir extra noch eine VR-Brille für dieses Spiel hier geholt und sowas. Und es gibt dieses Spiel halt nur momentan auf der PlayStation und VR, was ich persönlich auch nicht verstehen kann, warum die PC-Version nicht in VR vorhanden ist. Aber demnach war dies fest, zumindest für mich, dass ich dann auf der PlayStation hole. Ich denke mal, auf dem Rechner würde ich auch besser klarkommen und nicht so viel Munition verschwenden, weil ich einfach besser aimen kann mit der Maus, als mit diesen Kack-Analog-Sticks, vor allem mit dem Kack-PlayStation-Controller. Ist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das herzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Ja, jein, ich weiß nicht. Erstens, es ist natürlich relativ dunkel, man wird also wahrscheinlich... Obwohl, gut, ich werde von dem Bildschirm ja noch beleuchtet. Es geht vielleicht, dass man etwas erkennt. Gleichzeitig, man sieht ja nur die Brille, mein Gesichtsausdruck sieht man ja nicht richtig. Aber ich kann mir überlegen, das mal so zu machen. Ich habe zwar noch eine Cam. Unter Umständen muss ich mir noch eine neue Cam vorher kaufen. Muss ich schauen. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. What? Warte, was steht da? Wer bin ich jetzt eigentlich? Alter, what the fuck? Ich bin nämlich eigentlich kein Freund von Camps, weil ich eigentlich eher ein Freund bin davon, dass man das ganze Bild sieht. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube in der VR, wenn es genauso ist wie beim Teaser, dass dann halt links und rechts sowieso schwarze Ränder sind oder so, dann lässt sich es auf jeden Fall einrichten. Dann könnte man unter Umständen auch den Chat einblenden lassen. Aber ich brauche da auf jeden Fall auch noch Unterstützung, weil irgendeiner muss in meinem Ohr liegen, falls der Chat was schreibt. Denn mit der VR-Brille kann ich es leider nicht lesen. Alter. Wo hat er mich jetzt eingesperrt? Und hinter Geburtstag, muss ich sagen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich halt der Glückliche bin, der Geburtstag hat oder nicht. Ja, das ist auch schon länger hier. Ja, ich habe eine Cam hier, die eigentlich vom technischen Anspruch her reichen würde. Allerdings habe ich die mal auseinandergebaut, weil ich meinen DS abfilmen wollte. Und die hatte kein Autofokus oder kein Fokusrad außen drin, sondern innen, in der Kamera. Darum musste ich diese Kamera auseinanderbauen, diese Webcam. Muss ich mal schauen, ob es überhaupt noch geht. Sonst kann ich die natürlich benutzen. Das muss ich. Also andererseits muss ich vorher halt erstmal eine neue kaufen. Warte mal. Höre ich das richtig? Kommt da Gas durch? Das ist ein Seil. Ich habe eine Kerze. Ich habe Feuer in der Hand. Brenn das Seil nieder. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich. Happy fucking birthday. Gott sei Dank. Aufziehschlüssel. Lässt sich nicht stopfen.
Passt nicht. Okay, ich muss also die Kerze anzünden und diese Dusche hier irgendwie ausmachen vorher. Damit konnte ich die Kerze schon mal wieder anmachen. Das ist ein Familienporträt. Also halt durchbeißen wir zum Beispiel. Aber ich habe ja Feuer. So. So, die Sache ist jetzt. Es kommt kein Wasser. Ugh. Echt widerlich. Ja, das ist dein geringstes Problem, weißt du? Eklig. Glaub mir, das ist dein geringstes Problem. Verschmutztes Fernrohr. Spielst du viel Horror? Spiele ich viel Horror? Im Endeffekt, ja, ich spiele gerne Horror vor allem. Allerdings gibt es in letzter Zeit wirklich nur wenig gute Horrorspiele, wie ich finde. Da fehlt etwas. Ich glaube. Moment, kann ich die aufziehen? Ich glaube, ich muss dir eine Feder beschaffen. Habe ich hier drin was übersehen? Brauche ich noch eine Zeilenkombination? Oder eine Zeichenkombination? Also ich sag's mal so, ich unterscheide auch bei Horror. Zum Beispiel sowas wie Alien Isolation finde ich totaler Mist, muss ich zugeben. Und hier das am Anfang zumindest das Weglaufen, das pure Weglaufen vor dem Vater fand ich auch totaler Mist. Ich brauche eine Feder. Glaube ich. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Moment, kann ich denn, wenn ich... Ja, so war das nicht gemeint. Moment. Da. Kann ich.